Guten Morgen. So, nach dem Morgen gehen wir jetzt mit dem Schiff weiterfahren. Und dazu halten wir Ausschau nach Mantas, weil hier sind ganz viele Mantas haben. Und dann werden wir auch anhalten und dann können wir mit denen schwimmen. Coole Sache und die Gegend ringsum. Das ist ein 360 Grad Panorama. Das ist eigentlich wunderschön. Es lohnt sich so etwas von. Die Nacht war wieder so lala. Wir haben nicht so gut geschlafen. Ein bisschen besser als in der ersten Nacht. Aber ja. Kann man halt auch nicht wissen, wie der Seegang ist. Und der ist halt ein bisschen schlimm gewesen. Dort unten ist das Gepäck, also die Rucksäcke gefallen. Sie sind so verstaut. Und jetzt gehen wir auf in Komodo Nationalpark. Gehen Komodo Varane anschauen. Ja? Varane! Komodo Varane! Ja, so witzig. Hui! Hui! Wir sind endlich mal wieder an Land. Es tut, glaube ich, gut, mal wieder ein bisschen fest den Boden unter den Füßen zu spüren. Und jetzt sind wir im Komodo Nationalpark und jetzt gehen wir die Komodo Varane suchen. Die, das sind eigentlich die letzten riesengroßen Echsen. Echsen. Komodo Varane, eigentlich Varane. Sometimes the supervisor will be around 10 or 15. 10 or 15. Sometimes the mother can eat the baby. Actually, yeah. The baby tomorrow dragon, if you actually for the egg, almost he will climb in the tree. Bumba. Wir sehen Bumba, der König der Löwen. Ui. Das heisst niemand Bumba, das heisst Puh. 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 Bumba. Bumba. Also hier noch die Informationen zu den Komodo-Drachen. Auf dieser Insel, wo wir jetzt sind, die senden wir jetzt hier ein. Es leben noch 1377 Stück. Nachher hat es noch 4 andere Inseln hier im Komodo Nationalpark und insgesamt leben über 3000 Stück noch. Also nicht mehr so viel von den Komodo Drachen. Und Komodo Varane, also Komodo Drachen, die essen nur einmal pro Monat. Also hier jetzt zum Beispiel. Es gibt so ein Wasserloch, das ich angelegt habe. Da gehen auch die Wildsäule und gehen die Rentiere gehen trinken. Und dann kommen Komodo-Drachen und fressen die. Ja, Lecker-Schmecker. Und jetzt zum Beispiel vorhin habt ihr hier das Häufchen gesehen, das ist das Nest. Dort legen Komodo-Varane, die Weibchen, dort die Eier legen. Und das geht auch 9 Monate, eigentlich, bis sie die Eier legen können. Und die kleinen Komodo-Babys, die kommen aus dem Ei aus und sind 30 cm gross und klettern zuerst mal auf einem Baum. Sie haben nicht wieder gefressen werden, weil die Mami dort oben auch Teile essen. Und wir werden begleitet von 4 Guides. Einer vorne, 2 hinter uns und einer in der Mitte. Und alle haben noch ein Stück dabei, falls das einer würde uns angreifen würde. Dass wir immerhin ein bisschen geschützt werden.
zwei Komodo-Drachen gesehen. Hammer, gell? Die haben die Aufnahme ja jetzt auch gesehen oder werden sie noch gesehen. Die sind riesig. Also die sind geschätzt 3-4 Meter gross. Und die beiden, die wir jetzt gesehen haben, das sind zwei Männchen, beide etwa 25. Oh mein Gott! Wir sind mega happy. Wir kommen hier Varane gesehen, mega cool. Und vorhin ist noch gerade ein herziges Baby durchgerannt, geflitzt. Ich habe es nicht gesehen. Sie hat es leider nicht gesehen, zum Glück habe ich nichts gesehen. Das ist eigentlich eine kleinere Version, logischerweise. Aber es ist gleich cool. Ja, jetzt gehen wir zurück. Auf das Boot. Auf das Boot. Und nach schon 3 Tagen auf dem Boot schwankt es uns, wenn wir an Land sind. Ja. Noch heute und morgen. Und dann schwankt sie selber eine Woche lang und dann... Jetzt sollte es vorbei sein. Ja. Ja, so ist es. Der Strand ist pink. Einfach so. Er ist wirklich pink. Also nicht so pink, wie ihr es jetzt wirklich denkt. Aber er hat schon manchmal eine pinkige Farbe. Hier. Ich habe einen Salz. Ich habe Ja. At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive, alive, forever alive. So hear me out. I'm telling you now, we're gonna go all the way. We got it all figured out. For the both of us, we've been rolling out.
We're like the fountain of youth. I can hear them talking, so far away from the truth. You and me won't take notice of any smooth talk or bad vibes. Climbing up and you know it.